Ja, hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, hier auf meinem Kanal im LS22 auf der XXL-Farm. Ja, was soll ich sagen? Es ist einiges passiert. Unter anderem habe ich festgestellt, wie man jetzt im Hintergrund sehen kann, unsere Heuvorräte im Lager und hier im Kuhstall sind minimal und ich habe keine Heuballen mehr im Lager. Das ist ein bisschen bitter. Wir haben so viele Grassilageballen gepresst, aber habe ich nicht darauf geachtet, dass wir ja auch noch Heu brauchen für unsere Kühe. Dann, ich habe beim letzten Mal nur Gras für die Schafe noch dahingestellt im Ladewagen. Und ich würde sagen, damit beschäftigen wir uns mal in dieser Folge. Ich sitze hier auch schon in meinem schönen Fendt 818 Vario mitten im Juli. Für uns ist es diesmal der erste Schnitt auf dieser Wiese direkt direkt am Hof. Dann würde ich sagen, gemäht habe ich hier schon mal, damit wir das nicht so in Länge ziehen. Und jetzt würde ich sagen, wenden wir das Ganze mal. Dabei sehe ich gerade, wir müssen, glaube ich, noch mal den Anhänger da wegnehmen, sonst können wir das nicht wenden, aber das können wir auch gleich noch machen. So, dann schalten wir das Ganze mal ein. Jetzt sind wir hinten. So, und jetzt kann die Fahrt hier auch losgehen. Ist ein bisschen klein, diese Wiese, aber ich denke, für unsere Kühe zum ersten war jetzt erstmal reichen. Dann können wir hier das nämlich auch mit dem Ladewagen. Das heißt, wir werden das gleich nochmal schwaden und dann nachher mit dem Ladewagen einfahren. Dann haben wir auf jeden Fall für die Kühe erstmal was, dass der Roboter erstmal was zu tun hat und wir unsere Kühe gut versorgen können und die nicht ohne Futter dastehen. Das wäre nämlich fatal und ich habe keine Lust, irgendwie Heuballen zu kaufen, denn unser Kontostand sieht auch im Moment nicht so gut aus. Obwohl ich schon Silage verkauft hatte. Im Silo ist auch noch was drin, da können wir eigentlich noch mehr verkaufen, aber das bringt halt auch nicht so viel. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen Getreide verkaufen, da müsste auch noch einiges in den Silos drin sein. Von daher, aber schauen, erstmal haben wir ja noch Geld und wir haben ja und genug Maschinen, dass wir auf jeden Fall klarkommen. Aber jetzt beschäftigen wir uns erstmal mit dem Heu. Ja, dann natürlich schönen Dank auch an meine jetzt über 1000 Abonnenten. Schön, dass ihr so zahlreich dabei seid und mich und meinen Kanal unterstützt. Und wenn ihr ihn nicht gut finden würdet, hättet ihr mich auch nicht abonniert. Vielen Dank dafür. So, jetzt haben wir das Ding gleich hier fertig. Ich glaube, da hinten beim neben dem Schafstall, das sparen wir uns das oder kommen wir da, kommen wir nicht dran vorbei. Gut, dann hängen wir den mal kurz ab, fahren mal schnell den Anhänger hier beiseite. Könnte auch mal wieder gewaschen werden, so wie der aussieht. Den stellen wir mal hier hin. Ja, aktuell nicht benötigt. Von daher. Ja, ich weiß auch noch nicht so, was ich hier so hinbauen will. Im Moment können wir eh nichts bauen wegen Geld. Sieht ja auch schon relativ gut aus, der Hof. Von daher wird es wohl erstmal so bleiben. Irgendwann möchte ich ja nochmal, das hatte ich ja schon erwähnt. Oh, Mensch, da ein bisschen weit drüben.
möchte ich ja noch mal gerne die Halle mit der Pelletpresse, also das Pelletlager möchte ich irgendwann noch mal haben, aber zurzeit lassen wir das erstmal so. So, jetzt können wir den Schwader zusammenklappen. Jetzt müssen wir natürlich unseren Schwader, was sag ich denn da, einen Wender. Jetzt müssen wir den Schwader holen. Da haben wir nur so einen großen Krone. Aber das macht auch nichts. Wir werden mal versuchen, ob wir hier auf diesem kleinen, dieser kleinen Wiese damit gleich zurechtkommen. So, den stellen wir jetzt mal hier ab. Schwader habe ich hier schon am Schweinestall zurechtgestellt. Ist natürlich ein bisschen überdimensioniert, aber XXL-Farm heißt auch große Maschinen, auch wenn wir jetzt hier eine kleine Wiese am Hof haben. Wollen wir mal sehen, ob wir damit auch eine Schwad ziehen können, um die dann einigermaßen einzufahren. Wir machen hier ein bisschen, können ja auch ruhig ein bisschen auf den Steinen, das macht ja nichts. Wir sammeln das ja gleich mit dem Ladewagen ein. Hauptsache, wir kriegen alles einigermaßen mit und hier bleibt nachher nichts liegen. Auf den Steinen, dass das dann auch vernünftig aussieht. Jetzt sagen wieder einige, ja, hätte sie auch andersrum fahren können. Habt ihr auch recht, hätte ich auch. So, jetzt machen wir das Ganze nochmal so rum. So, dann machen wir das Ganze nochmal an. So, guck mal, dann fahren wir hier nochmal rum. Dann ist die ganze Chose hier auch auf der Wiese. Liegt sie hier nicht auf dem Gepflasterten rum. Machen wir die Kurve auch nicht ganz so eng. Dann kommen wir nämlich auch besser mit dem Ladewagen nachher zurecht. So, die kleine Spur, die lassen wir da. Das macht ja nichts. Hier müssen wir sowieso aufpassen, denn hier stehen ja noch Geräte rum. Aber wir kommen da, glaube ich, einigermaßen gut dran vorbei. Ist doch auch ein nettes Gespann, so, ne? Das wäre da jetzt zu dicht. Nö, das geht noch. Schafen. Ah, sind wir doch ein bisschen dicht gekommen. Okay. Und jetzt gucken wir mal, wie wir das so einigermaßen galant gelöst kriegen. Ist wirklich ein bisschen groß, der Schwader. Aber das macht nichts.
Ja, wir haben in der Zwischenzeit auch noch ein bisschen was zu tun. Das heißt, unser Mitarbeiter ist auf einem anderen Feld am Grubbern, dass wir da auch noch einsehen können. Das dauert ja auch ein bisschen. Ich glaube, der ist da schon über eine Stunde beschäftigt. Aber gut, das ist, wenn der Helfer das macht, dann müssen wir das nicht selber machen. Das geht dann auch. Der kann ja auch seine Arbeitszeit am Hof, muss er ja auch voll kriegen. Von daher ist das nicht so schlimm. So, ich würde sagen, das können wir dann fast so lassen. Werde ich in der Mitte natürlich jetzt monstermäßig. Die werden wir gar nicht aufnehmen können, die Schwarten. Mal gucken, wie das gleich ist. Ich weiß auch gar nicht. Ich hoffe, wir haben noch einen Ladewagen frei, den wir dann nehmen können. Denn der kleine... Ah, da hinten sind auch welche, sehe ich schon. Gut, wir sind fertig. Dann können wir den erstmal wegstellen. Den nehme ich gleich mit nach hinten zum Unterstand. Zwar nur einen großen Ladewagen, aber das macht nichts. Dann nehmen wir den, denn der andere ist, da ist noch was drin. Da ist noch Gras drin für die Schafe oder der steht beim Schafstall. So, dann nehmen wir uns mal den. Mann, der Bergmann, der ist aber dreckig. Das ist ja unglaublich. Ich würde sagen, den waschen wir mal schnell. Der geht ja gar nicht. So, dann düsen wir den einmal ab hier, den Bergmann. Das sieht auch jetzt besser aus. So, dann würde ich sagen, geht die wilde Fahrt hier los. Aufgenommen kriegen. Aber ich habe auch schon gesehen, die Landwirte sind ja auch ordentlich bei dem schönen Wetter hier. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Es ist ja Deutschland, glaube ich, deutschlandweit. Schönes Wetter, schöne Sonne. Also hier sind die auch ordentlich am Gras fahren. Also Heu habe ich noch nicht gesehen, aber Gras-Silo haben die, das erste Silo haben sie, glaube ich, schon gefahren. Sind sie ordentlich dabei. Die Wiesen waren ordentlich hoch. Jetzt ist ja so schön trockenes Wetter. Habe ich schon gesehen, sind sie hier ordentlich beschäftigt. Ich glaube, wir kriegen nicht alles auf einmal mit. Dann fahren wir noch mal eine Runde. Hier sind auch so Riesenhaufen. Das macht ja nichts. Fahren wir noch einmal zurück gleich. Und dann sind wir hier mit der Wiese am Hof auch gut fertig. Ja, ich hätte lieber den kleineren Ladewagen genommen, denn der Bergmann hat natürlich einen großen Wendekreis. Ich
weiß auch gar nicht, wo unser anderer Ladewagen ist, außer der hier steht, der Pöttinger, bei den Schafen. Weil wir haben auch noch einen anderen. Ich meine, der hat auch Dreiecks, der hat auch Hinterachslenkung hier, aber der ist halt größer, ne? Der hat einen etwas größeren Wendekreis. Aber das sieht ja ganz gut aus, was wir hier machen. Oh, ich sehe gerade, da ist gar kein Siliermittel drin. Naja, das macht auch nichts. Sollen wir mal wieder bei Gelegenheit ein bisschen auftanken. So, jetzt haben wir die kleine Spur hier noch. Dann fahren wir nochmal schnell. Oh, haben wir es liegen lassen? Naja. Nehmen wir nochmal die Spur auf, die neben dem Schafstall ist. Und kippen das Ganze dann hier rein. So, das sieht doch gut aus. Ja, ich glaube, ein, zwei Ballen haben wir noch im Lager. Die können wir dann hier reintun. Und den Rest, mal gucken, ob es alles reingeht. Sonst verteilen wir das. Eigentlich sollte das hier ganz gut funktionieren. Geht alles rein und jetzt ist es wieder gut aufgefüllt. Ja, das Problem ist jetzt behoben. Stroh haben wir noch reichlich im Lager, also können wir dann jetzt auch mit unserer normalen Arbeit weitermachen. Ja, dann würde ich sagen, dann bedanke ich mich für euer Zuschauen. Das soll es für heute erstmal gewesen sein mit einer neuen Folge von der XXL Farm. Wenn ihr Lust habt, wieder einzuschalten, bei einem neuen Thema, dann seid wieder dabei, demnächst hier auf meinem Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.